Oh, ich Eselkopf. Ja, natürlich, so war... Carmen, wo bist du? Carmen, ich bin verwirrt. Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit dem lieben, ich wollte gerade Dagi LP sagen, aber dann habe ich nochmal die Kurve gekriegt und gemerkt, dass man sich als Esel immer zuerst nennt, aber ich bin gar kein Esel, ich bin ein Koala. Ja, deswegen mal gerade ganz kurz, wer ist heute alles mit dabei? Mit dabei ist zum Beispiel einmal der liebe Bemo. Hallo Bemo, alles gut? Oh, warte, sorry, hallo Bemo, sorry, Hallöchen. Dann haben wir Hermine Black dabei. Hallo Hermine, grüß dich. Schön, dass du auch dabei bist. Wir haben Mönchen dabei. Hallo Mönchen. Alles gut? Ja, das freut mich. Wir haben Laura Gryffindor dabei. Und wir haben Häschen Hannah dabei. Genau. Zusammen sind wir insgesamt... Oh, ich wollte gerade sagen, wir sind 7 Leute, aber wir sind nur 6 Leute. 7 wegen Mag... Mönchen? Mönchen? Hör auf, Ron auf deinem Rücken zu haben. Das ist nicht nett. Ich will dich anspucken, dein Ron... So, okay, gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ja, Leute, ihr fragt euch wahrscheinlich hier gerade, warum wir im Nether unterwegs sind. Die Antwort ist ähnlich simpel wie einleuchtend. Nämlich, wir brauchen für den Astronomieturm, wie ihr wahrscheinlich schon in den letzten Folgen gesehen habt, einige neue Netherziegel, um die nächsten Dächer zu bauen. Und deswegen dachte ich mir, ey, ich hole mir mal ein Bauteam zusammen, weil wir haben nichts mehr. Wirklich gar nichts mehr. Nicht mehr bei Warp Cobble oder irgendwo sonst. Wir haben nichts mehr an Netherziegel. Und deswegen wird mir diese Tüftelgruppe heute ein bisschen unter die Arme greifen und helfen. Und damit sie schon wissen, dass es losgeht, schreiben wir doch einfach, dass es losgeht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, liebe Leute. Und werde ich natürlich mich auch erstmal produktiv hier mit dran beteiligen. Insofern kann man den Boden hier komplett abbauen. Also eine Schicht kann man schon mal runterbauen, das trifft sich ganz gut. Genau, da werde ich jetzt hier nämlich mithelfen, weil ich bin ja ein produktiver und hilfsbereiter Dagi-LP. Aber keine Sorge, wir werden heute natürlich auch weiter am Astronomieturm bauen, worauf ich mich persönlich auch schon sehr, sehr, sehr freue, weil der Fortschritt aktuell ist mega cool. Ich habe das Bauteam vorhin einmal auf die Plattform kommen lassen, erscheinen lassen, wo ich letzte Folge dran weitergebaut habe. Und die meinten schon, dass das sehr cool aussieht und ich kann nichts abbauen, ich auch nicht. Moment, das ist seltsam. BC. Warte mal. Moment, ich. Moment. Ich hab, glaube ich, eine Idee. Habe ich eine Idee? Ja, wartet mal. Free. Muss man da nicht ins Nether, der Free Build? Oder habe ich jetzt Lack gesoffen? Oh, ich Eselkopf. Ja, natürlich, so war... Carmen, wo bist du? Carmen, ich bin verwirrt. Wie kommt man ins Nether? Warte mal. Bau TP? Yo, Leute. Da bin ich übrigens wieder. Hallöchen. Was soll ich euch erzählen? Also, die Leute können hier nicht abbauen. Habt ihr gemerkt, ne? Ja, das liegt irgendwie daran, dass das hier das normale Nether war und nicht das Nether der Freebuild. Und deswegen haben wir jetzt gerade mal ganz kurz im Off abgeklärt, dass die jetzt in der Freebuild farmen gehen im Nether. Und genau, das ist der Plan. Ich bin ein bisschen lost. Ich habe vergessen, dass das so nicht funktioniert. Aber zu meiner Verteidigung, Carmen ist auch nicht hier. Und dementsprechend, genau, konnte ich über meine Blödheit nicht in Kenntnis gesetzt werden. Aber naja, jetzt klappt es soweit alles. Ich werde dann wahrscheinlich hier erstmal nicht weiterfarmen, weil ich bin hier noch im normalen Nether. Werde nochmal eben mir den Stacken da voll machen, den ich schon angefangen habe. Und dann geht's zurück zum Astronomieturm. Ey, mal wieder so eine schwierige Geburt am Anfang einer Folge. Ich liebe es. Aber naja, zumindest haben wir jetzt die Lösung fürs Problem gefunden. Ja, ich möchte aber unter anderem neben diesem großen Fail heute ein ganz, ganz besonderes, für mich besonderes Thema mit euch bequatschen. Und dieses Thema ist, Moment, wie machen wir, warte, Warp Hogwarts machen wir, genau, Warp Hogwarts ist gut. Ich kann nicht reden und denken gleichzeitig, Leute. So, dann sind wir wieder da, sind wir wieder da, sind wir wieder da, sehr schön. Und, genau, das Thema behandelt nämlich heute... Wo sind meine ganzen Besen? Das ist nicht das Thema, Leute, aber wo sind meine ganzen Besen?
Ich hatte letztens noch 4 Stück dabei. Weihnachtsmann, hast du mir die geklaut? Ey, das ist eine Weihnachtsfrau. Aida, hast du mir meine Besen geklaut? Doch, hast du bestimmt. Hallöchen. Ich muss mir einen neuen Besen holen. Leute, aus dem Weg. Ich brauche einen Besen. Weg da. So, hallo Besen. 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 Jetzt, hoffentlich scheitert's. Ey, das ist doch mal wieder so eine richtige Fail-Folge, ne? Merkt ihr, ne? Besen, Weizen, irgendwas, womit ich einen kackblöden Kackbe... Boah, dieses... Oh, es ist schrecklich, Leute. Ja, Ron liegt im Bett, ich weiß. Ich kann nichts dafür, ich kann nichts dafür, ich bin unschuldig. Das seid im Grunde eigentlich ihr schuld. Ja, weil ich die Wette verloren habe. Ja gut, dann bin ich ja eigentlich doch schuld. Also, aber ihr wolltet, dass ich Ron daneben setze, wenn ich die Wette nicht gewinne. Also seid ihr eigentlich... Ja, ihr seid schuld. Nicht auf Hermine rumstehen. Unmöglich. Weg da. So, Moment, ich muss mal eben nach oben, denn wir müssen ja, wie gesagt, zum Astronomieturm. Ich habe nämlich etwas ganz, ganz Wundervolles heute mit euch vor. Und ich habe übrigens auch, ja, die Frage von letzter Folge beantwortet. Was ist mit diesem, ja, es gibt einen kleineren Fehler, den wir letzte Folge gemacht haben, aber der ist in einer Minute auskorrigiert. Ist kein großer Fehler, ist super simpel und, ja, beantwortet dann auch direkt die Frage, warum hier manche Dinge so nebeneinander sind. Das ist nämlich nicht richtig. Aber der einfache Grund, warum das so ist, ist der, dass, Moment, diese Säulen hier einen zu weit nach innen gesetzt wurden. Also, die kommen eigentlich dahin. Und dann macht das alles auch Sinn. Alle anderen Säulen sind richtig, also diese und diese, also die beiden gegenüberliegenden Säulen, müssen einen versetzt werden. Und dann haben wir diesen Fehler auch auskorrigiert. Genau, die Netherziegel habe ich ja schon, glaube ich, am Anfang der Folge erwähnt. Ich weiß es nicht mehr, weil ich dann den Cut gemacht habe. Aber die Netherziegel, die brauchen wir, um das Dach hier nach dran zu bauen, drauf zu bauen, wie auch immer man das nennen möchte. Und dafür brauchen wir einige, denn das Dach wird ziemlich, ziemlich groß. Und ja, genau, deswegen... Ja, wird es auch einige Steine schlucken und da ich halt absolut gar keine mehr in Let's Build Hogwarts habe, ja, brauchen wir das auf jeden Fall. Zumal auch dieses Dach hier weitergebaut werden muss und, ja, wird noch einige Steine auf jeden Fall schlucken. So, jetzt muss ich aber nochmal gerade eben gucken, also jetzt müssen wir nämlich auch die Dinger da einmal versetzen, aber da muss ich zum Glück jetzt, glaube ich, zumindest keine Hilfssteine platzieren, weil, naja, wir die jetzt einfach nur so dran klatschen müssen. Genau. Und dann nochmal so dran klatschen müssen. Was bedeutet, dass ich nur die hinteren davon wegbauen muss. Genau. So, und während ich das mache, gehe ich jetzt mal auf das heutige Thema ein. Denn der Titel verrät wahrscheinlich schon einiges und wird wahrscheinlich auch für ein bisschen Spannung gesorgt haben. Und ja, da möchte ich natürlich euch nicht zu lange zappeln lassen, falls es für Spannung gesorgt hat. War natürlich irgendwo auch beabsichtigt, aber zappeln lassen will ich euch nicht absichtlich zumindest. Ich habe nämlich ein Format tatsächlich, was ich unbedingt mal machen wollen würde, aber wo mir die Möglichkeiten, ja, so ein bisschen zu fehlen. Und diese Idee für dieses Format möchte ich gerne mal teilen, weil ich auch vorhabe, in absehbarer Zeit irgendwann mal damit anzufangen und das ins Leben zu rufen. Nur muss ich gucken, wie ich das Ganze verbinde, weil, naja, es wäre für mich ein riesiger, riesiger Traum. Kein Format, was ich je... Also selbst Let's Build Hogwarts halte ich in Sachen Kreativität für nicht so kreativ wie die Idee, die ich da als Format eben noch habe und die ich euch jetzt nennen möchte. Und die behandelt, dass ich gerne Vlogs machen möchte, wo ich euch an die verschiedenen Orte der Wizarding World mitnehme. Und natürlich nicht die echte Wizarding World, weil, ja, auch wenn wir das alle wünschen würden und auch wenn das wahrscheinlich viele hier so sehen, aber nein, die Wizarding World gibt's leider nicht wirklich. Also, für uns schon, aber naja, ne, ihr wisst, was ich meine. Und demzufolge ist es leider auch überhaupt nicht möglich, die echten Wizarding World Orte zu besuchen. Moment, ich bin wieder am Rumstottern, weil ich am Überlegen bin, wie ich weitermache. Ich hole mir mal eben kurz ein paar Holz-Half-Slabs, genau. Oder Holfs, wie man, das ist ein tolles Kombinationswort, ja, auf jeden Fall. Und ja, was ich eigentlich damit meine, ist eben, dass ich Orte, die in den Filmen vorkamen, zeigen und darüber ein Vlog machen möchte. Und zwar nicht nur einfach die Orte, die, ja, in London so zu finden sind oder so, die ja, ne, das macht ja jeder Zweite, dass der da an die Orte geht, ne, hier die Brücke, die in Teil 6 von den Todessern zerstört wurde, deren Namen ich, ne, natürlich nicht vergessen habe, ja, diese ganzen Orte in diese Richtung, ne, die auch, ne, London und in Schottland zum Beispiel auch auffindbar sind, diese Orte meine ich speziell nicht, auch, aber nicht nur,
sondern auch jene Orte, die zum Beispiel einfach nur Naturkulissen zeigen. Ich habe ein einziges Video in meinem Leben bisher gemacht, was auf dieser Idee basiert und was mich dazu auch inspiriert hat. Und es hat mich noch was anderes inspiriert, dazu gleich mehr. Und das ist das Video, wo ich in der Schweiz war, und zwar in Lauterbrunnen. Vielleicht kennt ihr das oder vielleicht wart ihr selber mal dort oder ihr habt das mal irgendwo gesehen. Wem das nicht sagt, Lauterbrunnen ist der Ort, wo in Fantastic Beasts 2 die Außenaufnahme von Normengard gedreht wurde. Also der Berg, der da in der letzten Szene ist, bevor Grindelwald Credence seinen Zauberstab gibt. Da sieht man nämlich, ja, so eine schneebedeckte Berglandschaft. Und das war in Lauterbrunnen in der Schweiz. Und, da war ich in einem Vlog. Und den Vlog könnt ihr euch auf meinem Kanal auch anschauen. Das war mega, mega genial. Es war eine unglaublich tolle Erfahrung und... ja, ich sag mal so, es gibt kaum einen schöneren Ort als Lauterbrunnen, Leute. Es ist einfach der Traum eines jeden Naturliebhabers. Und es war einfach nur mega schön, diesen Ort eben so mal zu sehen, weil man eben, wie gesagt, diesen Ort aus den Fantastic Beasts-Filmen kennt. Und ja, das habe ich dann eben festgehalten, wie wir da hingegangen sind und wie wir das Ganze erkundet haben. Und ja... es war für mich einfach ein unglaublich tolles Erlebnis und sowas würde ich so gerne nochmal machen, weil es gibt noch so viele Orte, auch zum Beispiel, wo Harry, Ron und Hermine zelten waren in Teil 7.1, diese Wälder zum Beispiel, die kann man wirklich vorfinden. Oder auch der Ort, wo Dobby beerdigt wurde, das Grab von ihm. Es gibt Sehenswürdigkeiten, die in Harry Potter vorkamen, da könnte ich dutzende Folgen draus machen. Oh, wo soll man die Netherbricks hin tun? Moment, ich komme sofort. Moment. PC, Moment. So, warte, damit er nicht umsonst wartet. So, Moment, nochmal eben Zeitumkehrer. Ahoi. So. So, dann müssen wir mal... oh, warte, ich muss nach oben. Haha. So, Nio. Und Nio. So, da bin ich wieder, Leute. So, wartet mal. Wir machen mal eben hier ein Crafting Table. So. Setzen wir da hin und dann mache ich den Leuten hier mal eben kurz ein paar Truhen. Ich denke mal, 2 Doppeltruhen sollten reichen. Hoffe ich zumindest. So. Zack, zack. Und zack, zack. So, wunderbar. Da sollte eigentlich alles untergebracht werden. So, meine Netherziegel packe ich da auch mal rein. Wow, ja, das ist schon eine schöne Menge. Sehr gut, Leute. Macht ihr gut. So, und ja, ich muss mal eben ganz kurz gucken, bevor ich mit dem Thema über das Thema weiterspreche, kommt nämlich jetzt nur eine Aufgabe, wo ich ein bisschen nachdenken muss. Und denken ist nicht einfach, weil ich ein bisschen dumm bin. Aber ich krieg das hin, Leute. So, und zwar muss jetzt an den vierten Stein, nämlich hier, ein Kreis gebaut werden, der einen gewissen Umfang besitzt. Tut mir leid, dass ich gerade so dämlich rede. Ich bin halt wirklich gerade voll am Nachdenken, weil ich Angst habe, hier irgendwas falsch zu bauen. Das Zählerpotenzial ist hier mal wieder absolut gigantisch. Und ich hätte mir eine Axt mitnehmen sollen. Also wenn ich mich nur einmal verbaue, hole ich eine Axt, Leute, keine Sorge. Ich habe mir den Umriss des Kreises in Anführungszeichen, den ich jetzt bauen muss, habe ich mir aufgezeichnet. Aber, naja, man neigt trotzdem da, oder ich neige da trotzdem zu Fehlern. So, eins, warte mal, sollen die eigentlich, ja doch, sollen die, glaube ich. Okay, so, und zwar jetzt nochmal 2 und dann nochmal so. Und den da, warte mal, den baue ich mal eben direkt ab. Ach ne, ich habe eigentlich gesagt, ich wollte eine Axt holen, ne? Ja, machen wir. Beim nächsten Fehler, Leute, versprochen. Beim nächsten Fehler hole ich mir eine. So. Ich muss nur den Umriss einmal ziehen. Dann ist die schwierige Aufgabe nicht mehr ganz so schwierig. Weil ich die... Mann, no! Blöde Finger. Könnt ihr denn mal aufhören, hier so unruhig zu sein und euch ständig zu vertippen? So. So. Zack. 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 Und zack. Und zack. Und zack. 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 Ich glaube, das ist richtig, was ich hier gerade mache. Die Konzentration ist mir wahrscheinlich anzumerken. Ich kann nicht reden. Ich kann nur bauen. Denn das ist sonst zu schwierig für den Dagi LP. Ich muss mich konzentrieren.
Und es tut mir leid, dass ich dabei auch noch singen muss. Aber das lässt mich konzentriert sein. Das war, glaube ich, kein Deutsch. Es tut mir leid, Leute. Ich meine das wirklich ernsthaft. Es tut mir wirklich leid. Auch wenn ihr mir das jetzt wahrscheinlich nicht glaubt, aber... Doch, doch. Es tut mir leid. So, So, jetzt muss das so. Dann so. Ich glaube wirklich, dass ich das hier gerade richtig mache. Und das erwundert mich mehr, als ihr denkt. So und so. Genau. So, jetzt nochmal ein prüfender Blick von oben, ob das jetzt alles soweit richtig ist. Genau, erstmal hier diese, die müssen alle so eingefasst sein. Ja, das ist richtig. Warte mal, die Hilfssteine setze ich mal überall. Ich nenne die immer Hilfssteine, Leute, ihr wisst ja, was ich damit meine. Einfach nur, damit das überall leicht zu überprüfen ist. Das war meine Intention dabei. So, komm schon. Also ich habe übrigens auch mal über dieses Thema gesprochen, Leute. Das gab's schon mal. Ich glaube aber, dass ich das in einem Video nur mal ganz, ganz kurz angerissen habe und ansonsten nur mal auf Twitter geteilt habe, dass ich diese Idee habe. Der Grund dafür, warum ich das halt nie oder, ja, was heißt nie? Nie auf gar keinen Fall. Moment, habe ich hier einen Fehler? Also nie würde ich auf, also würde ich nicht sagen. Warte mal. Sorry, Leute. Ja, Fehler. So, Moment, dann muss das nochmal eben weg. Dann muss der hier nochmal eben weg. Upsala. So, genau. Jetzt ist es richtig. Ja, jetzt ist es richtig. So, ich muss nochmal eben den prüfenden Blick machen, Leute. So, hier kommt nochmal einer dran. So, genau. Hier ist soweit alles richtig. So. Ja, ich glaube, jetzt ist alles soweit richtig, Leute. Alles klärchen. Gut, dann muss ich den Boden jetzt hier nur noch ziehen. Und dann sollte das alles soweit passen. So, und dann habe ich auch ein bisschen mehr Ruhe, jetzt mal euch zu erklären, was ich eigentlich meine. Weil ich stotter mir hier schon die ganze Zeit einen ab. Das weiß ich, Leute. Aber ich musste mich halt, wie gesagt, konzentrieren. So, genau. Ich hatte nämlich schon ein paar Mal drüber gesprochen. So ein bisschen mal in einem Video. Ansonsten aber nur auf Twitter. Der Grund, warum ich diesen Plan halt schwierig umsetzen kann, ist folgender. So ein Format auf die Beine zu stellen, wäre natürlich mit unglaublich viel Geld und Aufwand verbunden, weil ich natürlich in verschiedenste Länder reisen muss. Ich müsste mir angucken, wie ich überhaupt an die Orte komme, weil die meisten von diesen Naturkulissen werden wahrscheinlich nicht mit dem Schulbus erreichbar sein, sondern wahrscheinlich eher mit eigenen Geländewagen oder so. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen mehr in der Pampa, als man sich wünschen würde. Und dementsprechend ist das natürlich ein ziemlicher Aufwand und ein ziemliches Budget, was dadurch auch drauf geht, weil ich natürlich für die Reise zahlen muss, ich muss für Proviant zahlen, ich muss für alles, was da eben mit einhergeht, zahlen. Also so ein Video würde bestimmt so seine paar hundert Euro verschlucken. Und was der Grund war, was mich, der einzige Grund, der mich davon abhält, dieses Format in die Wege zu leiten, ist halt tatsächlich, dass solche oder dass ich nicht weiß, ob solche Videos in der Form ankommen, dass sie sich refinanzieren. Weil ich mache YouTube hauptberuflich und ich muss darauf Acht geben, ob die Videos eben genug Geld einbringen, dass ich eben, ja, was dadurch verdiene. Und wenn ein Video schon ein paar hundert Euro kostet, dann muss es mindestens 200.000 Views erreichen, damit ich das refinanzieren kann. Dann wird es natürlich auch ein Video sein, das über 8 Minuten geht, dementsprechend auch ein bisschen mehr Werbung beinhaltet. Und ein Video mit 200.000 Klicks bringt dann Pi mal Daumen, kann ich jetzt natürlich nicht allgemeingültig sagen, kommt auch immer auf die Jahreszeit an, aber bringt so seine 6, 7, 800 Euro ungefähr. Pi mal Daumen. Es kommt natürlich, wie gesagt, auf verschiedenste Faktoren an, aber grob überschlagen kann man das ja schon behaupten. Und dann würde sich so ein Format natürlich irgendwo schon lohnen, wobei man natürlich dann auch nochmal den Kosten-Nutzen-Faktor einberechnen muss, weil, naja, der spielt natürlich da auch eine gewisse Rolle, also ob der Aufwand das, was man dadurch verdient, rechtfertigt. Ich will gar nicht mit diesen ganzen Zahlen-Kauderwelsch euch auf die Nerven gehen, weil ich glaube, für euch ist das wahrscheinlich das Uninteressanteste auf der ganzen Welt, aber ja, ich muss halt darauf gucken und das ist halt tatsächlich für mich eine Situation, die es mir sehr schwer macht. Wenn ich ein YouTuber wäre, wie zum Beispiel Unge oder so, der dann mit einem Video 200.000 Views macht, ich wäre der Erste, Leute. Ich wäre der Erste, der das machen würde. Und, ja, aber leider funktioniert das in dieser Art und Weise nicht so ganz.
Und deswegen überlege ich mir, wie ich das Ganze angehen kann. Ich möchte aber diese Idee trotzdem einmal mit euch geteilt haben, weil es mir wichtig ist, eure Meinung, blöder Besen, eure Meinung dazu zu erfahren. Und ich muss mal kurz reloggen. Ich hoffe, die haben da noch Baurechte. Doch, müssten aber. Ja klar, die bauen ja in der Freebuild, da haben die eh Baurechte. So, genau, also da würde mich einfach mal eure Meinung interessieren, wie ihr dazu steht, wie ihr das Ganze seht. Und ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr ja sogar Ideen oder... Ich muss mal gucken, vielleicht verbinde ich das auch einfach nur mit einem allgemeinen Urlaub für mich selber, der jetzt nicht so jobbezogen ist, sondern den ich vielleicht auch so gemacht hätte. Moment mal, kann man die auch umschüsseln? Nee, die... Warte mal. Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, das waren Cobblestones, oder? Oder? Warte mal, habe ich einen Schüssel dabei? Oh, doch, das geht. Ja, dann vergesse. Hätte ich mir jetzt fast voll den Aufwand gemacht. Genau, da müsste ich dann halt nur mal schauen. Also, wenn ich das mit einem eigenen... Also, zum Beispiel Nurmengard, also Lauterbrunnen, war auch mit einem privaten Urlaub verbunden. Deswegen war es da egal. Aber, ja. Ich werde auf jeden Fall mal schauen. Ich möchte das gerne oder wollte es einfach mal mit euch geteilt haben, weil ich diese Idee für so unglaublich wundervoll halte und es mir so sehr wünschen würde, wenn das klappen würde. Aber ich muss halt realistisch dabei bleiben. Und ja, aber allein die Vorstellung, euch eben neben dem Grab von Dobby zu stehen. Ja gut, das ist natürlich ein traurig, aber ne? Aber das mal so gesehen und erlebt zu haben, das wäre so toll. Und dann vielleicht vorher im Vlog noch einen eigenen Stein zu bemalen oder eine Socke zu kaufen in einem britischen Laden oder so. Und diese Socken dann vor sein Grab zu legen im Vlog. Also mir würden so viele Ideen kommen. Oder auch, was ich zum Beispiel mal auf Facebook gesehen habe. Das war eine Frau, die so, ja, durch die verschiedenen Orte reist. Und sie war zum Beispiel einmal in einem Wald, der eben genau der Wald war, der in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 1 gezeigt wurde, wo Harry, Ron und Hermine gezeltet haben. Und dann hat sie ein Foto der Filmszene genommen und ist genau an die Stelle gehalten, wo sie gerade stand. Und man hat gesehen, dass es exakt der gleiche Punkt ist, wo die Szene halt auch eben aufgenommen wurde. Leute, ich habe eine Gänsehaut bekommen. Zeitung Kera, ahoi. Ich habe wirklich eine Gänsehaut bekommen. Es war wirklich ein unglaublich, ja, schönes Bild und eigentlich auch eine unglaublich tolle Aktion. Und ja, ich habe seitdem mega Blut geleckt, aber... Ach man, ja klar, also übrigens, man könnte jetzt natürlich auch hergehen und sagen, ja Moment mal Daniel, du kannst das ja von den Steuern absetzen, weil das wäre ja berufsbedingt. Stimmt auch, also 19% müsste man runterrechnen, dadurch wird es natürlich ein bisschen günstiger, aber die Bredouille rund um Refinanzierung und lohnt sich das, funktioniert das, bleibt trotzdem bestehen. Aber ja, ich wollte die Idee mal mit euch teilen, mir war das mal wichtig und deswegen Leute, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, welche Meinung ihr da vertretet, genau. So, jetzt aber nochmal hier zur Bauaufgabe. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier soweit alles richtig gemacht habe. Also, das hier ist jetzt die Etage, wo Dumbledore von Snape getötet wurde. Also, exakt die hier. Die da drunter ist die, wo Harry auf, also wo Harry gewartet hat. Ja, kann man nochmal eben von außen angucken. Ja, macht doch schon ein bisschen was her, Leute, oder? Als nächstes gehen wir nämlich her und bauen das Dach oben drauf. Aber das wird noch ein bisschen dauern, wobei... Ja, nee, eigentlich gar nicht. Wie komme ich hier wieder runter? Weil wir haben ja jetzt sehr viele Nethersteine, würde ich mal sagen. Ja, toi, toi, toi. Ich sag mal eben dem Bauteam, BC, kommt mal alles zurückbringen. So, dann können wir uns nämlich nochmal anschauen, was alles... Ach so, wartet mal. Ich muss das, ich kann das nicht im BT schreiben. Ans, also nicht in dem Bauchat, weil die ja eine andere Map sind. BT, bitte... Alles zurückbringen. So. Genau. Genau, genau. Jetzt lachen wahrscheinlich alle, weil sie denken, ich hätte gefailt. Wobei, ich habe ans BT geschrieben. Dann sollte das eigentlich klar sein. So, dann kommen sie... Ja, da sind sie schon. Hi, Leute. So, dann einmal der Besen hier abgebaut. Und ja, Leute, ich würde mal behaupten, der Wochenfortschritt kann sich definitiv sehen lassen. Wir haben den Seitenturm hier mit 9 Ebenen ausgestattet. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, den unteren Raum zu bauen, wo Harry auf, also wo Harry gewartet hat. Und dann eben den oberen noch, wo Dumbledore getötet wurde. Und ja, ich zeige euch das nochmal eben gerade ganz kurz von außen nochmal. Okay, das war jetzt, das Stopp, oder? BC. Ja. Genau, das war Stopp. So, Moment, dann machen wir nochmal eben hier einen Besenrundflug, damit ihr das nochmal eben kurz gucken könnt. So, Leute, das hier ist der Wochenfortschritt. Es kommen ja keine Snapshots mehr, deswegen will ich immer am Ende der Folge und vor allem am Ende der Woche
einmal zeigen, was sich jetzt hier alles geändert hat. Und ich glaube, das kann sich sehen lassen, oder? Ich finde es mega, mega cool. Und man erkennt den Astronomieturm auf jeden Fall. Auch hier, wenn jetzt schon die ganzen Leute da drauf stehen. Es ist einfach echt cool. Ich bin hyped und ich hoffe, ihr seid das auch. Wenn ihr das seid, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Und zwar morgen direkt um 14 Uhr. Und ja, bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao zusammen.